Für die Linke ist Wohnen ein Grundrecht. Und das bedeutet, dass wir uns auch dafür einsetzen, das Recht auf Wohnen grundgesetzlich zu verankern. München ist eine Studierendenstadt. München ist aber gleichzeitig eines der teuersten Pflaster in der ganzen Bundesrepublik. Ein Studierender muss hier ungefähr 350 Euro für ein Zimmer aufwenden. Und das ist eine Situation, wo wir der Meinung sind, hier ist der Staat gefordert, hier sind öffentliche Gelder gefordert, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, aber auch um Wohnheimplätze zu schaffen. Grundsätzlich muss man sagen, dass besonders jetzt dieses Viertel hier eigentlich so eins der Haupt-Gentrifizierungsobjekte gewissermaßen in München ist. Und es sieht man eigentlich, dass der gesamte Wohnungsbestand, der hier so um uns rum ist, eigentlich nach und nach saniert wird und dann aber nach und nach auch dermaßen verteuert wird, dass es eigentlich für normale Münchnerinnen und Münchner nicht mehr bezahlbar ist. Und jetzt gerade in dem Gebäude hinter uns ist es eben so, dass hier ein Quadratmeter 6.500 Euro kosten soll. Und das ist dann noch sozusagen der günstige Preis. Das sind dann noch die unteren Stockwerke. Das bedeutet eigentlich, dass nach und nach sozusagen das normale Leben eigentlich aus München verschwindet und stattdessen hier sozusagen irgendwelche Penthouses und irgendwelche hochdotierten Firmen ansässig werden. Dass aber eigentlich sozusagen die Atmosphäre, die dieses Viertel auch ausmacht, stückweise vertrieben wird. Wie in einer älter werdenden Gesellschaft die Notwendigkeit, auch die entsprechenden Wohnräume anzupassen, barrierefrei zu machen, den Wohnraum so zu gestalten, dass Menschen auch in Mehrgenerationenhäuser wohnen können, miteinander wohnen können, lange Zeit halt eben in ihrem eigenen Wohnumfeld bleiben können. Das kostet Geld, das muss gefördert werden. Und außerdem ist es natürlich auch so, dass wir, ich sag mal, gefordert sind, die UN-Behindertenrechtskonvention auch in Deutschland umzusetzen. Das heißt also, wir müssen dafür sorgen, dass Behinderte in ihrem unmittelbaren Wohnumfeld bleiben können. Dafür müssen die Wohnungen entsprechend ausgebaut und eingerichtet werden. Wohnen soll keine Ware sein. Das Recht auf Wohnraum ist ein Grundrecht und ist ein öffentliches Gut. Schon seit Karl Marx und Friedrich Engels gilt, dass Grund und Boden öffentliche Güter sind und eben nicht kapitalistisch verwertet werden sollen. Das hat mich mit veranlasst. Außerdem gibt es eine neue Wohnungsnot in Deutschland, die vor allen Dingen in den Städten sich im Moment ausbreitet. Und gegen diese neue Wohnungsnot muss man angehen. Die bayerische Verfassung verpflichtet eigentlich auch die bayerische Staatsregierung, dies zu tun. Und deshalb haben wir diese Petition gestartet.